Sei gegrüßt und herzlich willkommen bei TestVenture. Mein Name ist Carsten und ich zeige dir anhand einer gängigen Siemens Waschmaschine, wie du dein Flusensieb reinigen kannst. Los geht's! Zunächst vorweg, das Flusensieb ist dafür da, dass beispielsweise Haare, gröbere Schmutzpartikel, kleinere Gegenstände bis hin zu Münzen aufgefangen werden. So macht es natürlich auch Sinn, das Sieb immer mal wieder zu reinigen, damit die Waschmaschine nicht verstopft. Du findest das Flusensieb bei einer Siemens Waschmaschine in den meisten Fällen auf der Frontseite, weiter unten hinter einer klar zu definierenden Klappe. Diese kannst du jetzt mit mir gemeinsam öffnen. Es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch Restwasser dahinter befinden, also brauchen wir vor dem Aufschrauben ein Handtuch oder eine entsprechende Auffangmöglichkeit. Hast du etwas Passendes gefunden, kannst du den Drehverschluss langsam öffnen und das Wasser auffangen, bis nichts mehr nachfließt. Du wirst sicherlich jetzt in den Genuss eines nicht so angenehmen Geruchs kommen. Ich musste einmal das Wasser entleeren und am Ende auch etwas nachwischen, denn es kam schon einiges an Wasser heraus. Schraube das Flusensieb im Anschluss lose, sodass du es herausnehmen kannst. Da es sich hier um einen Plastikgegenstand handelt, kannst du diesen natürlich auch recht gut sauber machen. Abspülen, Schwamm oder auch die Zahnbürste kann dir dabei helfen, je nachdem, was du zu Hause zur Verfügung hast. Dabei kannst du den Pumpendeckel und das Gehäuse reinigen. Eventuell findest du im Inneren auch einiges an aufgefangenen Gegenständen. Schreib uns gerne einmal deine Erfahrungen in die Kommentare. Achte bei der Reinigung darauf, dass du den Dichtungsring am Verschluss nicht beschädigst. Sollte das passieren, kann im anschließenden Spülgang Wasser austreten. Achte ebenfalls darauf, dass beim Verschließen der Griff eine vertikale Position wie vorher aufweist. Du wirst beim Verschließen am Ende auf einen Widerstand treffen, der dir signalisiert, dass der Verschluss fest ist. Der Pfeil zeigt nach oben. Am Ende noch die Klappe zumachen und fertig. Nach der Reinigung kannst du optional noch einen Testspülgang starten, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hoffe, du konntest dein Flusensieb nun reinigen und deine Waschmaschine läuft wieder einwandfrei. Lass doch gerne ein Like, lieben Kommentar oder auch kostenloses Abo da, um uns zu unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine TestVenture Crew.